Die Allianz hat den Planeten 48 verglast. Es war eine UNSC-Kolonie, aber wir sind nie zurückgekehrt. Wird von einem Privatunternehmen geleitet. Ja, liebe Leute. Sie beseitigen das Glas, machen ihn wieder lebenswert. Warum nehmen wir nochmal den Lift? Alles sich so gehört. Ich bin in einer Kolonie wie Meridian aufgewachsen. Die Leute hier wollen nicht, dass das UNSC einfach so in ihrer Stadt landet. Sie sehen das als Akt der Aggression. Apropos Akt der Aggression. Das sind Blutsväterschiffe. Was zur Hölle machen die Blutsväter hier? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief her. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger, allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Und Sie können... Der Governor wollte wohl keine Hilfe. Er kriegt sie so oder so. Spartans! Was zur Hölle machen Spartans hier? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Sloan versucht Widerstand zu leisten, aber ich habe da oben Familie. Sie sind unbewaffnet. Osiris, die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Mal sehen. Jetzt beruhigt euch mal. Governor Sloan ist da. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt! Machen Sie auf, dann können wir helfen. Verflucht, Keil, na schon! Na schön! Sie sind Spartans. Basis ist abgeriegelt, nichts zu machen! Die Sicherheitssysteme müssen doch abschaltbar sein! Ja, die Bedrohung ausschalten, dann endet die Abriegelung. Bürger von Meridian, greifen Sie zu den Waffen und verteidigen Sie unsere Heimat gegen diese Aggressoren. Auf zur Kontrolle! Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wir versuchen es ja, aber die Tür zum Sicherheitsturm klemmt. Automatische Geschütze könnten nützlich sein. Schon wieder. Bei Halo einfach mit B gewohnt, nicht mit RB. Nee, ich will da rein. Wir sind umzingelt. Oh ja. Achtung! Sie kommen von überall! Hier ist eine Ladung schwerer Waffen. Warum haben Zivilisten solche schweren Waffen? Spar dir die Diskussion über Grenzweltenpolitik für später. Wollt's grad sagen. Boah, mach du die Tür noch schneller auf. Was war's das? Nee. Spartans. War das Ihr Werk? Wir haben nur geholfen. Ihre Leute haben viel geleistet. Die Straße da führt uns zur Meridian-Station. Dann let's go. Mayday! Mayday! Ich stürze ab!
Super. McCord River, Bericht. Governor Sloan, die Brücke am McCord River ist abgeriegelt, aber wir werden angegriffen. Was sollen wir tun? Sicherstellen, dass die nicht zur Stadt durchdringen. Wenn sie die Brücke öffnen, könnten wir der Meridian-Station helfen. Wenn ich sie durchlasse, kommen die Monster hinterher. Vergessen Sie's. Wenn Sie helfen wollen, sichern Sie die Brücke. Okay. Teufel auch. Die Propaganda über die Spartans stimmt also. Hören Sie, hinter der Brücke, näher an der Stadt, gibt es noch mehr, die Ihre Hilfe brauchen. Wir kümmern uns darum. Na gut, ich öffne sie. Schießen wir auf die Aliens oder die Spartans? Die Aliens, du Idiot, die Spartans helfen uns. Los, Tür auf und rüber. Die Soldaten können fahren? Governor Sloan, hier ist Billy aus der Werkstatt. Wir sind eingekesselt. Spartans, meine Leute bei der Werkstatt brauchen ihre Hilfe und... Nun, vielleicht wartet ja auch ein Skorpion auf sie. Die haben einen Panzer? Skorpion. Warum haben die einen Panzer? Geschenkter Gaul, Vale. Ich wollte gerade sagen, das wird öffnen. Spartans, Sie sind jetzt in der Nähe der Meridian-Station. Könnten Sie zwischen Ihrer Position und der Stadt etwas aufräumen? Natürlich, Kapitän. Wow, ging schnell von runter von meinem Planeten zu. Können Sie mir helfen? Wenigstens spricht er mit uns. Ist ein Anfang. Ja, das stimmt. Gute Arbeit, Spartans. Gehen Sie rüber zur Werkstatt. Billy wird Ihnen aufmachen. Spartans? Heilige... Billy, die werden sich ihr Spielzeug ausborgen müssen. Was? Sie können damit mehr anfangen als Sie. Ich wollte sagen, mach mal die Werkstatt da auf. Sehr schick. Wie sind die an den Skorpion gekommen? Das ist UNSC-Eigentum. Sicherheitsdienst. Private Sicherheitsfirmen sind auf den äußeren Kolonien keine Seltenheit. So schwere Bewaffnung aber schon. Komm rein. Ja, geil. Halt ihn ganz ruhig. Hab den Springer getroffen. Springer ausgeschaltet. Stehe an der Waffe unter Beschuss. Der Skorpion ist praktisch unbesiegbar. Praktisch. Und faktisch? Ja, auf legendär nicht so. Vielleicht sah es auch einfach so aus. Sie sind direkt vor unserer Tür, Spartans. Wollten Sie sie nicht von uns fernhalten? Gebiet sichern, Osiris, damit ihr das Tor öffnen könnt. Was ist das? Sind wir jetzt sicher? Mist. Da kommen sie! Wir haben schon oft Prometheaner gesehen, aber es gab immer ein Blutsväter-Element. Ja, und? Meridian war vollständig besiedelt. Keinerlei Berichte von Blutsväterfunden. Aber was wollen die Prometheaner dann hier? Es
Deswegen frage ich doch. Hörst du mir eigentlich zu? Du würdest wunderbar mit Veronica auskommen, Vale. Schleichen noch einige dieser Dinger rum, Spartans. Sieht aus, als hätten sie es geschafft. Naja. Hätte mir nie träumen lassen, dem UNSC mal für was zu danken, aber... Vielen Dank, Spartans. Kommen Sie rein. Governor Sloan, könnten wir uns wohl unterhalten? Kommen Sie in die Stadt, dann reden wir. Ich hoffe, Sie wollen keinen Ärger machen. Wir sind gleich bei Ihnen. Tanaka, was für eine Begrüßung können wir hier erwarten? In so einer Randkolonie? Keine allzu freundliche. Am besten Waffen senken und die Finger davon lassen. So. Ist das Governor Sloan? Wenn Sie jemanden in Not sehen, dann helfen Sie. Wir sind hier eine Familie. Also regeln wir das auch wie eine Familie. Außerdem sollen alle wissen, dass Sie haben vielen von uns das Leben gerettet. Sie werden so schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Aber bis sie weg sind, behandeln wir sie genauso wie Young-Mitarbeiter. Jeder, der ihnen umkommt, wird sich von mir dafür verantworten. Verstanden? Er ist eine KI. Was ist los mit ihm? Er sieht defekt aus. Ein Anfall von Wahnsinn, wohl im Spätstadium. Opfert wahrscheinlich Auflösung für Logikzyklen. Ich habe Sie in meinem Zuhause empfangen. Seien Sie nicht so unhöflich, meinen Zustand zum Gesprächsthema zu machen. Natürlich, Governor. Verzeihung. Wir suchen nach einem anderen Spartan-Feuerteam. Warum sind so viele Spartans hier? Warum jetzt? Andere UNSC-Agenten sind mir hier nicht bekannt, aber sie haben sich meinen Leuten gegenüber anständig verhalten. Sehen Sie sich um, aber machen Sie schnell. Governor Sloan, Ende. Also, wo fangen wir an? An so einem Ort erfährt man am meisten von den Bewohnern. Halte die Ohren offen und lass die Leute reden. War sonst noch jemand am Außenposten? Nur ich. Ich könnte natürlich angegriffen werden und nahm einen Mongoose zurück. Als ich aufbrach, flog dieses Schiff echt tief in die andere Richtung. Sie haben ein Schiff gesehen? Irgendeine Kennzeichnung? Pech gehabt, UNSC. Nicht mein Problem, wenn eure Kumpels euch nicht verraten, wo sie parken. Ihr solltet wohl eure Ladezonen synchronisieren. Habt ihr das gehört? War wohl wirklich ein UNSC-Schiff. Oh Mann, 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 Mann. Was ist drüben beim Funkturm passiert, Ed? Ein Signal von einer Station kam durch. Notruf. Aber dann stand der Turm in Flammen und... Okay, Ed, entspann dich. Dein Schmerzmittel sollte gleich wirken. Wir hörten Rufe, dass irgendwas aus den Höhlen kommt. Dann Schreie. Dann nichts mehr.
Wir könnten vielleicht helfen. Von wo wurde die Übertragung gesendet? Ist das zu fassen? Das UNSC stürzt sich auf uns, um unser Land zu stehlen? Ich sag Ihnen was. Unsere Leute in Apogee sind zäh. Die werden so schnell keine leichte Beute für euch, Geier. Halt, was hat er gesagt? Apogee? Ich glaube, da müssen wir hin. Also wurde Apogee angegriffen und ein UNSC-Schiff flog dahin. Such dein Netzwerkterminal. Ich will mehr über Apogee wissen. Artemis sollte ein geeignetes Netzwerkterminal finden. Los. Das ist Terminal. Wunderbar. Zugriff auf Terminal. Habe ich Ihnen gestattet, hier herumzuschnüffeln? Ihre Leute haben ein UNSC-Schiff draußen bei der Apogee gesehen. UNSC bei Apogee? Warum treibt ihr euch überall auf meinem Planeten rum? Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie das gern persönlich fragen. Auf dem Landeplatz der Meridian-Station steht ein Frachtpelikan. Damit kommen Sie am schnellsten nach Apogee. Das wissen wir zu schätzen. Das glaube ich Ihnen. Nur ab in den Pelikan. Rein in den Pelikan. Yalla. Eskorte. Hätte mich überrascht, wenn nicht. Sloan ist nicht glücklich darüber, das UNSC hier zu haben. Die Dame hat recht. Mein Team ist da, um alles im Auge zu behalten, während Sie sich umsehen. Nichts Persönliches, Spartans. Keine Sorge, Governor. Sobald wir unsere Ziele haben, sind wir schon wieder weg. Was zum Teufel? Hier sind Sie auch? Schieß, Provinzianer! Helft Sloans Leuten. Sie können kämpfen, sollten es aber nicht müssen. Weiter geht's, vielleicht finden wir eine Spur von Team Blau. Erledigt die Prometianer. Ich will mir den Prowler ansehen. Ein Beobachter beim Springer. Verstärkung! Heute kriege ich immer wieder.
bin schon so ein hitteriges Ding, ne? Gesichert. Team Blau hat den Prowler einfach hier mittendrin geparkt? Sie müssen einen Grund gehabt haben zu landen. Das Schiffslog verrät uns vielleicht was. Führen wir einen Scan durch. Es geht nach oben. Ein Schiff, ne? Hier ist ein Zugangspunkt. Seht mal. Sieht aus wie eine Karte der Apogee-Station. Sie führt nach unten in den Berg. Ein Weg durch die Tür außerhalb der Minen ist markiert. Governor Sloan? Spartan Luck? Wir brauchen Zugang zu der Mine bei unserer Position. Sie glauben, dieser Soldat, den Sie suchen, ist da unten? Wohl kaum. Ich erbitte höflich um Zugang zu Ihrer Anlage, Governor. Höflich. Öffne jetzt die Tür für Sie. Passen Sie da unten auf sich auf. Los geht's. Wenn ich das überlebe, will ich eine Gefahrenzulage. Das ist gar nichts, Alter. Die Prometianer haben den Eingang abgeriegelt. Das ist doch Wahnsinn. Sniper-Gewehren da. Los, Peter Scharfschütze! Jetzt habe ich auch eine Sniper. Gebiet gesichert. Governor Sloan, eine Tür versperrt uns hier den Weg. Ich öffne sie, Spartan. Keine Anzeichen, dass Team Blau in einen Kampf verwickelt war. Sind die irgendwo anders rein? Ich wette, die Prometianer haben sie gar nicht angegriffen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn und Realität sind nicht immer dasselbe. Das stimmt. Zieht die Köpfe ein. Automatikgeschütze. Wenn wir sie aktivieren, erledigen sie die Prometianer im Nu. Geschütze feuern jetzt! Das ist das Erste, was man aktivieren sollte, auf jeden Fall. Ah. Na, wo bist du da?
Hier steckt eine Menge Geld drin, aber wo bleibt der Profit? Sicher, dass deine Mom bei der Funkaufklärung war? Du klingst wie eine Bankierstochter. Leon Dortmund bezahlt mehrere Generationen von Trotteln, um das Glas aufzubrechen und besitzt danach einen ganzen Planeten. Eine große Gaunerei, aber sie lohnt sich. Na, ah, warum verlassen wir? Railgun. Oh, hier ist die Viecher. Da kommen noch mehr Prometheaner. Bereit zum Sturmangriff. Wow. Alter, der will nicht verrecken. Eieieiei. Was ist das? Wir haben seit Requiem immer wieder Prometheaner-Angriffe erlebt, aber noch keinen so heftigen. Irgendwas scheint sie angestachelt zu haben. Hier ist was. Sieht aus wie ein Illuminat. Sie kommunizieren nicht. Haben wohl kein Interesse an uns. Dann weiter. Aber behaltet sie im Auge. Ja, auf den Fahrstuhl, los. Ich verliere hier sie. Governor? Endlich Privatsphäre. Dieser Ort ist riesig. Warum würde Sloan so einen Fund nicht melden? Heilige Mutter. Tanaka? Buck meinte doch, Team Blau musste nicht gegen Prometheaner kämpfen. Tja, Sloan mussten sie auch nicht lange überreden. Glaubst du, Sloan hat sie runtergelassen? Es wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, ja, aber keine Tatsache. Wenn Sloan etwas zu verbergen hat, holen wir es aus ihm raus, nachdem wir hier fertig sind. Dann wollen wir mal weiter. Ihr zu dienen. Was war das? Finden wir es raus. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Stimmt. Bewegung! Ihr seid hier im Unterschlupf des Wächters nicht erwünscht. Der Wächter? Ich bin der ewige Wärter. Und ich diene nun Cortana. Cortana? Die anderen Menschen durften passieren. Ihr allerdings nicht. Hört sich nach einer Drohung an. Verlasst den Unterschlupf. Sofort! Wie das eine Drohung war. Okay. Was ist das für einer? Wo kommt der her? Der ist neu. Verteidigt euch.
Ihr seid entbehrlich für ihre Pläne. Geht jetzt und ihr werdet verschont. Hartnäckig! Ja, komm mit! Tja, das war's mit ihm. Was zur Hölle war das für ein Teil? Der ewige Wärter. Er sagte, er dient Cortana. Das hat sich wohl erledigt. Noch ein Beben. Nicht gut. Wir sollten weiter. Was auch immer hinter diesen Türen ist, der Wärter hat's beschützt. Er nannte es den Wächter. Cortana ist irgendwie mit diesem Wächter verbunden, was ihn zum wahrscheinlichsten Ziel des Chiefs macht. Finden wir ihn, finden wir auch den Chief. Los! Ja, dann durch hier, ne? Der Wärter meinte, Cortana hätte sie zu sich gerufen. Sie ist nicht hier. Schön groß, was? Ich nehme an, das ist der Wächter? Buck macht man nichts vor. Hier oben! Los, festsetzen! Keiner rührt sich. Eins-eins-sieben, stehen bleiben. Sir, Sie sind unerlaubt abwesend. Das ist Ihre Chance, kampflos heimzukehren. Team Blau, stehen bleiben! Ich habe was zu erledigen. Wir kümmern uns jetzt um Cortana, Sir. Den Teufel werdet ihr.
Und genau hier, liebe Leute, sehen wir uns heute Abend wieder. Also macht's gut, haut rein, euer Vogelmann. Ciao.